So, auf die Minute genau, oder? Noch zu früh? Okay, noch zu früh. Das war Zwei Minuten, gemutet. die nutze ich dann für Vorbereitendes. Ich hatte ja kurzzeitig mal den Aufruf gestartet, dass diejenigen von euch, die jetzt ihre Fanpage hier noch mit reingeben wollen, auf dieses Dashboard, was ihr da seht, mir den Namen twittern können. Da ist nichts mehr gekommen. Jetzt noch ein paar Kurzentschlossene vielleicht, wenn ihr eine Fanseite habt, die ihr hier kurz besprechen möchtet, dann, ich meine, wir haben ja jetzt hier, wie viel sind das? Naja, mit denen kommen wir locker durch. Also 45 Minuten lassen sich damit mit Sicherheit füllen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ach, ich möchte auch, dann ist das jetzt eure letzte Gelegenheit. Gut. Wir machen dann einfach das Ganze wir fangen einfach oben an bei der Christa. Und wir legen gleich los. Ja. Naja, besser gesagt, ihr legt los. Ich moderiere das Ganze. Ach ja, und Jan wird mir assistieren und dann mit dem Mikro natürlich hier durch die Reihen gehen. Vielleicht mal ganz kurz dazu, wie ich zu dieser Session-Idee gekommen bin. Ich war im Sommer eingeladen, bei so einer Art Social-Media-Monitoring-Sekte, so nenne ich das mal. Die hat mich eingeladen, das ist so ein Club von Unternehmensberatern, die dort einen erlauchten Kreis von Social-Media-Managern, alle aus DAX 50 Unternehmen, das war denen auch ganz wichtig, mir das vorher zu sagen. Da machen die dann zweimal im Jahr eine Veranstaltung und die haben ein selbstgebasteltes Social Media Tool, nicht das, was ihr hier seht. Und da treffen die sich dann und sprechen dann halt über Dialogqualität und wie man auf Facebook, ja, wie man da besser performt mit seiner Seite und so weiter und so fort. Und das war so ein Überraschungspunkt. Ich glaube, die Teilnehmer, die alle da saßen, haben damit nicht gerechnet. Das waren meistens Führungskräfte, also nicht diejenigen, die operativ die Kanäle betreuen, sondern die, die das dann letztendlich auf einer höheren Leitungsebene zu verantworten haben. Und das Lustige war, vorher bei der Vorstellungsrunde waren die natürlich alle darauf bedacht, sich in einem tollen Licht darzustellen. Ja, unsere Communications-Abteilung, was wir da alles aufbauen und das ist strategisch da und da platziert und das sind unsere Ziele und KPIs und naja, da werden dann so alle Buzzwords quasi in die Menge geschleudert, die gerade zur Hand sind. Und dann haben die Moderatoren eben plötzlich einzelne Postings von den betreffenden Fanpages ohne Vorwarnung an die Wand geworfen und gesagt, okay, Frau Müller-Lüdenscheid, dann sagen Sie uns doch mal, warum dieses Post bei Ihnen so schlecht performt. Und dann sind die alle innerhalb kürzester Zeit, es war auch ein bisschen unfair, muss ich sagen, also ich hätte es so sicherlich nicht gemacht, aber die sind dann alle der Reihe nach eingeknickt. Ja, das ist jetzt wirklich doof, dass Sie das jetzt hier zeigen. Also, nee, da sind wir noch nicht so weit, da ist also auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Naja, ihr kennt das ganze Management-Kauderwelsch wahrscheinlich. Aber ich fand die Idee gut, dass man sozusagen im Kreis von Kollegen, im weitesten Sinne Fachkollegen, eben mal die Inhalte bespricht. Und das machen wir heute. Also, ich benutze dazu folgendes Tool, Fanpage Karma, nicht weil ich von denen Geld dafür kriege, sondern weil ich Kunde bei denen bin. Damals, als ich für mir verschiedene Lösungen angeschaut habe, war das die, über die alle anderen sich lustig gemacht haben, alle anderen Anbieter. Die nannten das ein Tussi-Tool, was daran liegt, dass es sehr schöne Infografiken ausspuckt. Und das war für mich als visuellen Menschen genau das Richtige. Ich wollte nicht so tief in die Daten einsteigen. Bei unserer Fanseite ist das auch nicht erforderlich. Aber das reicht mir dann schon. Das zieht sich halt alles aus Facebook Insights und macht das Ganze dann noch hübsch. Das werden wir jetzt gleich sehen. Aber wir wollen uns eigentlich vor allem eins anschauen und da steige ich jetzt auch gleich mal in die erste Seite ein. Übrigens danke an alle, die sich hier schon beteiligt haben und ihre Fanpages hier mit reingegeben haben. Man kann dann eine sehr gute auch Konkurrenzanalyse machen. Wie gesagt, kann man dann anschauen, wie performen wir im Vergleich zur Fanpage ABC von dem Mitbewerber. Ist sie denn da? Ist sie denn da? Ja, wir legen gleich los. Was wir uns heute anschauen, wir Kommt werden schon also mal hier zu diese dir. ganzen Bereiche, die hier oben zu sehen sind, also Zeiten und Typen, Multiplikatoren und Werbewert, ist auch so eine interessante Kennzahl. Das werden wir alles überspringen, dazu reicht die Zeit nicht. Wir wollen uns wirklich nur die Posts der letzten Wochen angucken. Das finde ich nämlich hier interessant. Links die Top-Posts und rechts die Flop-Posts. Ganz wichtig dabei, es geht hier nicht um ein Fanpage-Bashing, also niemand macht hier den anderen bitte nieder. Ansonsten muss ich hier moderierend eingreifen.
sondern wir schauen uns einfach mal an und gucken mal, warum performt dieses Post hier so gut. Aber zuvor, als zum Einstieg immer vielleicht kurz zu dir und zwei, drei Sätze zu deiner Person und zur Seite. Was ist da, was sind die Ziele, was willst du damit erreichen? Okay, also Christa Göde, ich bin Texterin, Konzeptionerin und Projektmanagerin, mache hauptsächlich digitale Projekte, das heißt Webseiten, Social Media Konzepte. Das ist meine eigene Seite. Ich pflege noch ganz viele Seiten für Kunden. Für mich ist das eine Art und Weise der Kundenakquise. Ich bin grottenschlecht in Akquise. Also ich würde nirgendwo anrufen und sagen, hallo, ich bin die Christa, ich kann ganz toll texten. Also das heißt, ich mache das über meinen Blog, meine Website und diese Facebook-Fanpage. Die gibt es, glaube ich, seit 2 Jahren, aber ernsthaft betreiben tue ich die jetzt seit April. Wie viele Fans? 707, glaube ich. Ja, oben wurde es auch angezeigt, ja, aber ich bin jetzt schon Stufe tiefer. Es ist die kleinste Seite, die ich betreue, aber trotzdem strecke ich da ganz viel Herzblut rein, genau wie in meinen Blog, was mich auch jetzt dazu gebracht hat, dass ich bei der Suchwortkombination Text Frankfurt auf Platz 3 bin. Das finde ich schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Und ich glaube, dass die Social Signals da schon eine Rolle spielen. Also letztendlich ist das dein Akquise-Tool, aber ja, eher... Genau. Ja, letztendlich nur aber ganzheitlich gesehen. Also ich würde nie jetzt nur eine Facebook-Seite machen, sondern für mich ist das ein ganzes Konstrukt, was auch aus Twitter, Xing und Google Plus besteht. Und Basis ist meine Website mit dem Blog. Und das spielst du dann halt sozusagen über verschiedene Kanäle, genau, unter anderem Facebook. Mhm. Dieser Post hier links oben ist natürlich sehr erfolgreich gelaufen. Ja. 34 Likes, 11 Kommentare und 36 Mal geteilt. Das schaffen auch manche Firmenpages nicht. Was war da die Intention? Wie erklärst du dir das? Okay, also ich beschäftige mich ziemlich viel mit dem, ich arbeite fast ausschließlich für KMU. Und für mich ist das Thema Authentizität ein ganz wichtiges, weil es gibt viele gute Texter, es gibt viele Leute, die sich auch mit Webseiten, Social Media auskennen, aber es gibt nur eine Christa Göde. Also das ist mein Alleinstellungsmerkmal, mein USP, und ich habe da, weil ich jetzt seit 10 Jahren Freiberuflerin bin, habe ich dieses Jahr eine kleine Reihe dazu gemacht, wie das ist, 10 Jahre lang frei zu sein. Ja, es hat seine positiven, seine negativen Seiten. Und in diesem Ding geht es unter der Überschrift Ich bin ich und ich bin bares Geld wert, um dieses Bekenntnis zu mir. Ja, also das, was mich ausmacht, was meine Arbeit ausmacht. Das hat ziemliche Wellen geschlagen. Ich habe dann sogar eine Blogparade daraus gemacht, weil das war irgendwie so eine Mutmachgeschichte, habe ich das dann genannt, für Freiberufler, die sich so ab und zu mal ihre kleine Streicheleinheit abholen möchten. Also das ist ein Thema auf jeden Fall, das viele betrifft und daher auch diese, dass der Beitrag so häufig geteilt wurde. Sind das die Leute, kennst du vermutlich alle persönlich, die hier... Nein. Nein? Nein. Es sind auch welche dabei, die ich nicht kannte, erstaunlicherweise. Ich hätte auch damit gerechnet, dass natürlich aufgrund meiner eigenen Blase, in der ich lebe, das fast nur Leute sind, die ich kannte. Nein. Aber das Interessante ist, andere Geschichten sind fast bis auf eine von Frauen geschrieben worden. Es gab nur einen Mann, der sich an der Blogparade beteiligt hat. Wie häufig postest du so in der Woche? Also ich schreibe einmal in der Woche einen Blogbeitrag normalerweise. Diese Woche habe ich geschwänzt. Zwischen 3 und 5 Postings die Woche versuche ich, schaffe es nicht immer. Manchmal sind es auch nur 2, aber 2 will ich auf jeden Fall. Ich mache auch relativ viel, was man Flop-Post, Content-Kuration. Ja? Das heißt, dass ich Links von anderen teile. Die werden häufig gesehen, aber es findet keine Interaktion statt. Aber das Feedback kriege ich auf anderen Kanälen. Ja, das habe ich ja bei dir gelesen, du hast das ja weitergeteilt. Dann weiß ich, okay, hättet ihr mal Like klicken können oder so. Aber irgendwie es geht dir schon darum, wenn du sagst, dass du so regelmäßig postest und auch schaust, dass du möglichst auf 5 Posts die Woche kommst, dass du so einen Spannungsbogen hältst. Also der AdRank hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also wenn ich hier 4 Wochen aussetze, fange ich bei 0 wieder an mit meiner Reichweite. Mhm. Also deswegen versuche ich schon, das gleichmäßig rauszuhauen und auch eine Mischung zu haben zwischen Sachen, die sehr persönlich sind, aber nicht privat, immer der große Unterschied, und halt eben solchen Links, die ich dann weiterteile. Ja. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Hast du noch eine Frage, Jan? Oder irgendeine Anmerkung oder sonst jemand von euch? Das ist ja hier eine Redaktionskonferenz, da darf jeder frei reden. Zumindest so lange, bis der Redaktionsleiter dazwischen haut. Nee?
Also es erklärt sich fast von selbst. Also das Engagement zahlt sich hier aus. Du hast ja noch mehrere Seiten. Wir können ja mal ganz kurz gucken, damit ihr das Tool zumindest mal seht, Zeiten und Typen. Achtest du darauf? Sagst du, okay, ich poste zu gewissen Uhrzeiten bewusst oder einfach dann, wenn der Beitrag im Blog veröffentlicht wird, dann haust du es auch da raus? Bei meiner Seite mache ich das nicht. Bei meinen Kunden mache ich das. Ich gucke jedes Mal, wann sind eigentlich die meisten Fans online, werte das genau aus. Es kommt auch wirklich auf die Branche an, zu welchen Wochentagen sogar. Ich habe zum Beispiel einen Kunden sonntags 11.30 Uhr. Topzeit. Na, nee, Eventmanager. Super, scheinbar sind irgendwie die Zielgruppe von denen ist sonntags um 11.30 Uhr online. Also da kommen manchmal die absurdesten Sachen. Deswegen, wenn dann jemand, du hattest das, glaube ich, vorhin gesagt, ne, zwischen 6 und 8 Uhr abends, kann ich nicht bestätigen. Also bei meiner Seite ist es zum Beispiel so, dass ich höchstens Interaktionsraten morgens zwischen 9 und halb 10 erziele. Also bei meinen Kunden ist es auch wirklich verschieden. Ich habe auch welche, da läuft es in der Mittagszeit am besten. Also so B2B-Sachen, da sind in der Mittagszeit scheinbar viele Leute, nutzen da die Zeit, sind nochmal auf Facebook, funktioniert. Nach Feierabend gar nicht. Also das ist übrigens bezeichnend, dass viel am Dienstag gepostet wird bei dir. Das ist übrigens, lässt sich auch viel auf andere Seiten übertragen. Dienstag und Mittwoch, da posten alle wie die Bekloppten an anderen Tagen. Und vor allem dann am Wochenende ist dann meistens Ebbe. Ja. Wobei da ja dann die Empfehlung häufig ist, hier antizyklisch zu handeln und vielleicht genau in die Tage reinzugehen oder in die Uhrzeiten, wo die anderen nicht posten, damit man auch eine bessere Chance hat, sozusagen sichtbar zu sein. Aber wie gesagt, wenn du da andere Erfahrungen gemacht hast, also ich gucke es mir halt immer regelmäßig an. Ich habe bei jedem meiner Kunden mindestens einmal im Monat so einen festen Termin, wo ich mir die Daten angucke und genau auswerte, was da lief und was nicht. Bei meiner Seite mache ich das jetzt nicht so akribisch. Das ist auch so ein bisschen Spielfeld, ja. Also wo ich hoffe, dass es, oder ich weiß, dass es mir auch schon Kunden gebracht hat, aber ich probiere da halt auch mal viel aus. Da ist es nicht so schlimm, bei meinen Kunden würde ich das nicht machen. Du postest fast ausschließlich Links, ja, zu 100%. Ja. Also immer und immer zu deinem Blog, ne? Das hast du ja auch. Nicht immer, ich mache ja auch Content-Kuration. Also, aber ich poste selten Fotos und noch viel. Aber man sieht Videos. Hier, es trägt zu hohem Engagement bei. Da oben rechts müssen sich eigentlich diese ganzen, wenn es jetzt noch Bilder und so werden, da gehörst du hin, da bist du auch schon wunderbar. Super, dankeschön. So, dann machen wir weiter. Eine Nachfrage vielleicht noch. Ja, gerne. Weil du jetzt gesagt hast, du siehst, du hast eine hohe Reichweite. Jetzt, seit die Facebook-Statistik überarbeitet ist, kannst du ja auch sehen, wer deine Links überhaupt anklickt. Das würde ja eigentlich unter Interaktion auch auftauchen. Hast du da mal reingeguckt? Ich gucke mir in Analytics an, wie viele Zugriffe ich aus den sozialen Netzwerken auf meinen Blog oder auf meine Webseite habe. Also in die andere Richtung mache ich das schon. Spannend. Du stehst übrigens deswegen oben in der Liste, weil ich die nach diesem PPI, das ist der Page Performance Index, das ist so ein von Fanpage Karma entwickelter Index, weil du da oben stehst. Man kann es aber auch nach diesen anderen Aspekten hier entsprechend sortieren. Die Digital Media Woman, das kam auch von dir. Was hat es damit auf sich? Gehen wir da mal rein. Da haben wir ja 2.500 Fans. Das ist eine Fanseite der Digital Media Women, wie es da oben auch steht. Und das ist ein Netzwerk von Frauen für Frauen. Und genau, da sind wir aktiv und posten Veranstaltungstipps. Oder wenn wir gerade Speakerinnen suchen oder gerade irgendwo eine Veranstaltung halten, informieren wir aus dem Netzwerk heraus. Mhm. Kannst du zu den Posts was sagen? Also ich bin da nur ein Teil des Redaktionsteams. Das ist sehr viel größer, weil es Stationen gibt in Hamburg, München, also Köln, wechselt euch da ab. Berlin, genau. Und deswegen kann ich jetzt nicht, ich bin auch erst seit kurzem da drin, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen, aber es war einfach mal interessant zu sehen, wie läuft die Seite im Moment so. Mhm. Schauen wir mal uns an, was da vielleicht noch hier herauszukitzeln ist. Also bei euch ist jetzt Donnerstag der Tag, an dem am meisten gepostet wird derzeit. Ihr postet regelmäßig, ja. Und sehr abwechslungsreichen Content. Also, naja, was heißt abwechslungsreich? Also gut, auch hier sind Links natürlich im Vordergrund, aber ab und zu gibt es auch noch mal Bilder. Da könnte es wohl doch ein bisschen mehr sein. Videos sind natürlich immer so eine Sache, vor allem wenn man, also eigenen Bewegtbild-Content, wenn man da nicht so viel von hat, klar, dann ist das letztlich auch weniger. Wobei das ja meistens auch die Viralität oder auch das Engagement durchaus ziemlich befördern kann. Gut. Dann springe ich einfach mal zur nächsten Seite. Wenn ihr Fragen habt, ihr fragt einfach dazwischen, ne? Genau. So. HR-Info auf der Watchlist. Auf meiner, ja, ich schaue da regelmäßig drauf.
Aber jetzt gucken wir uns Zimmerschau an. Da müsste da. Wo ist er? Da, Markus. Ah. Genau. Zimmerschau. Dann komme ich mal gleich zu dir. Dann leg mal los. Ja, Zimmerschau, Community, wo man sehen kann, wie andere wohnen und leben, also Einrichtungen sich angucken kann und wenn man möchte, selbst auch seine Einrichtung, seine Wohnung fotografieren und hochladen kann. Ja, das ist im Groben und Ganzen das, worum es geht. Und seit wann ist die Seite am Start? Also die dahinter, also Zimmerschau selbst? Schon? Oh Gott, 2006, glaube ich. Hab's jetzt und auf Facebook? Boah. Da fragst du mich zu viel, keine Ahnung. Auch schon relativ lange. Gut, dann gehen wir direkt in die Posts. Da machen wir gar kein langes Federlesen. Genau. So, was lief gut? 168 Likes gab es für Oscars Liebling der Woche. Was, ja, das ist einfach nur ein Foto, oder? Nein, Foto mit Link. Das, also wir posten ein Foto von einer Wohnung oder von einem Raum, der uns besonders gut gefallen hat. Und den Link dazu, und das ist dann sozusagen Oscars Liebling der Woche, immer Sonntagabends, weil das auf unserer Seite auch der stärkste Zeitpunkt ist. Und ja. Aber dazu gibt es sonst keinerlei Text oder sowas, sondern das ist Nein, einfach nur einfach der knallharte Content, um den es geht. Also die Seite lebt davon, dass man sich die Bilder anschaut einfach. Ja. Und wenn wir dann jetzt auf der Seite noch, auf der Facebook-Seite noch großartig was dazu schreiben, das haben wir am Anfang auf der eigentlichen Seite gemacht in der Community. Das macht aber im Grunde genommen keinen Unterschied, ob wir was schreiben oder nicht. Das Bild ist das Entscheidende. Mhm. Das ist ja auch mal ein Ansatz. Also so ganz ohne, gewagt, aber es scheint nein, für dich zu funktionieren. Also das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht gewagt, weil das ist das, worum es geht. Das ist das, was die Leute sehen wollen bei uns. Die Wohnungen, die Fotos. Ja, die Frage, die ich jetzt noch hätte, ist, du hast wahnsinnig viele Likes, aber andere Typen von Interaktionen finden überhaupt nicht statt, fast gar nicht. Auch du, Frage 1, hast du mal in die Links geguckt, wie viele der Links werden tatsächlich angeklickt, weil du hast ja sozusagen ein doppeltes Ziel. Du willst, dass die Leute sich das Bild angucken, aber du willst auch, dass sie sich durchklicken. Ne? Wie viele Leute klicken sich denn tatsächlich durch? Also so um die, also wir haben etwa nach der Statistik von Facebook so zwischen 2.000 und 4.000 Views und etwa die Hälfte klickt drauf, kann man sagen. Also ganz grob. Weg. Ja. Weil, wäre jetzt meine steile These, wenn ich die gesehen habe, eben die Bilder, bei diesen ganzen Liebling der Woche Sachen, da hatte ich immer einen visuellen Cue, also ich kann immer sofort irgendwie eine Assoziation bilden, während diese Bilder auf der rechten Seite, wo kein Engagement war, die haben mir nichts gesagt, da müsste ich mich reinsteigen. Ja, also weil auch nichts dabei stand, zum Teil stand nicht mal Text dabei. Was war da auf der rechten Seite? Ja, da war einmal was mit Text. Da ging es um irgendwie Advent oder so, warte mal, gucken nochmal schnell. Nee, Advent ging auch, der war auch unten drin. Warte. Nee, der war aber bei den Flop-Posts. Ja? Hier, okay, 5 Likes, das ist natürlich im Vergleich hier zu denen ja. Nix. Also irgendwie, bei mir kommt eher so der Verdacht, das ist eine Linkschleuder. Also du im Prinzip nutzt den Kanal als Linkschleuder. Der eigentliche Content findet auf zimmerschau.de statt. Ja, und insofern, natürlich könnte man jetzt sagen Linkschleuder, aber es ist wirklich so eine Art Trigger für uns zu sagen, guck mal hier, ist was Schönes, was Neues, aus den vielen Fotos, die wir haben, sind über 200.000, hier, guck doch mal. Und dann gehen die Leute auch drauf und du siehst ja an den Textgeschichten, das interessiert die Leute nicht so wirklich. Mhm. Vielleicht ich weiß nicht, aber gut. Die eine Sache, die mir noch auffällt, ich meine, das ist natürlich bei drei Posts so, ist immer schwierig, Thesen zu machen, aber dieser banale Trick, nicht das Vorschaubild zu nehmen, also nicht einfach einen Link zu posten, sondern ein Bild hochzuladen und den Link dazu zu packen, der scheint was zu bringen, oder? Ja, ne? Aber dass du ihn da oben nochmal drin lässt, also ich meine, kommt ja dann der Vorschau, ich würde ihn dann eigentlich oben rausnehmen und er ist ja trotzdem dadurch, also... Das Bild wird zu Facebook hochgeladen und wird dadurch auch groß ausgespielt. Das sieht man jetzt in dieser Vorschau ja nicht, aber... Gut, gut. Moment, ich komme rum. Das ist noch eine Frage. Ja, natürlich. Oder Meinung. Nee, meine Frage dazu wäre jetzt einfach, das ist ja aber jetzt kein irgendwie Geschäftsmodell, sondern es ist einfach nur hobbymäßig, oder? Also... Okay, aber die Leute, die sich das anschauen,
das ist für die eigentlich ja Hobby. Also das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie eine Texterin oder so suche. Also von daher, das wird wahrscheinlich auch, deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch einfach mit dem Bild, weil es bei euch ja wahrscheinlich auch um die Bilder genau geht, auch auf dem Blog. Okay. Du bist nicht im Stream, warte. Das muss die Welt hören. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf der Seite geht es wirklich nur um die Bilder und die Leute tauschen sich natürlich schon ein bisschen aus über Kommentare, private Hauspost, wie wir das nennen. Aber im Prinzip geht es wirklich um, ja, wie eine Wohnzeitschrift eigentlich. Ja. Übrigens, hier kam gerade eben leise die Frage, was ist eigentlich unter dem Punkt Multiplikatoren? Das war übrigens auch ein Punkt in Berlin, als ich diese Redaktionskonferenz gemacht habe. Und da saß glücklicherweise jemand von Fanpage, kam mal mit dabei und der sagte, ja, ganz wichtig, da sollte man dann, wenn man so ein Tool nutzt, das Multiplikatoren anzeigt, auch immer mal reinschauen, was sind denn so die aktivsten Nutzer der Fanseite, die am meisten hier Inhalte verbreiten. Also hier siehst du jetzt zum Beispiel, Götz Anders hat 7 Beiträge von dir geliked. Und das sind die... Da kann man sich dann mal solche Nutzer anschauen, was machen die, wo kommen die her, kann man die vielleicht irgendwie auch mal einbinden und vielleicht mal gezielt irgendwie ja, anpingen und mit denen entsprechende Netzwerke. Ich meine, du weißt gar nicht, wer dir so alles folgt manchmal, ne? Das ist ja hier vielleicht, ne? Die Elke, Tatjana, auf jeden Fall Frauen hier in der Überzahl, ganz klar. Und das ist eigentlich letztendlich dieser Punkt Multiplikatoren, dass man einfach auch mal ein bisschen mitbekommt, wer nutzt eigentlich diese Inhalte, wer leitet die weiter, liked die und so weiter. Also eine Möglichkeit, seine Nutzer mal ein bisschen besser kennenzulernen. Auf diese Weise auch. So, wir springen dann direkt, wenn keine weiteren Fragen mehr sind. Springen wir zur nächsten. Jetzt bin ich über meiner Watchlist, ey. Das dauert aber auch. Voila. Flink. Natürlich. Wer ist von Flink hier? Ah ja, wunderbar. Wo denn? Ach, hallo. Gut, vielleicht erstmal ein paar Insights zu Flink. Flink, eigentlich kennt hier jeder Flink. Jeder, aber was sind eure Ziele mit der Fanpage? Jeder kennt Flink, ja. Hoffe ich doch. Immerhin über 6.000 Fans. Ja, ist auch ganz schön, weil ich habe das gar nicht hier eingereicht. Das war mein Kollege, der jetzt gar nicht da ist. Schön woanders hingegangen. Ich bin jetzt auch eigentlich gar nicht so direkt verantwortlich bei Social Media bei uns. Aber was wir mit Social Media, gerade auch mit Facebook und vor allem mit Twitter machen, ist extrem viel Support. Also dass wir, uns ist sehr wichtig, dass wir mit den Leuten in Kontakt sind, weil Flink ist eben ein Mitfahrnetzwerk für den täglichen Gebrauch, für die ganzen spontanen und kurzen Strecken. Und das ist einfach eine App, die auch sehr viele Fragen aufwirft, beziehungsweise sehr viel Neuigkeiten. Die Leute wollen irgendwelche neuen Features haben und wir stehen eben sehr eng mit den Leuten in Kontakt und das passiert auch sehr über Facebook, wobei das weniger lustigerweise über unsere Streams läuft, sondern eben über Direktnachrichten oder über Twitter. Wir nutzen Facebook stark dafür, dass wir unsere Neuigkeiten an den Mann bringen, damit die Leute auch wissen, ach, da sind sie wieder aktiv oder da machen sie was. Und wir schreiben auch sehr viele Blogposts, die wir natürlich da auch veröffentlichen, dass wir jetzt auch einen weiteren Kanal haben, eben einfach um die Leute über uns zu informieren. Also kurz gesagt, Strategie, Newsletter mit Kommentar- und Meckerfunktion. Genau. Auf jeden Fall berichtet ihr viel über eigene Erfolge und die performen auch ganz gut auf der linken Seite, währenddessen solche Umfragen, so statistische Erhebungen hier wohl eher nicht so gefragt sind. Ja. Aber gut, das... Naja, jetzt könnte man böse sagen, das mit den Umfragen hat sich ja eh bald erledigt. Mal eine Frage ja. Und, in den Raum, Interesse halber. Bei wem funktionieren die Facebook-Umfragen noch auf der Seite? Bei wem funktionieren sie noch? Schätze dich glücklich. Nee, die sind bei den meisten sind sie inzwischen weg. Das ist bei den Privatpersonen sind sie zuerst gestorben. Wir diskutieren gerade in der ARD darüber, wer die noch hat und wer nicht mehr. Also, aber sind mehrheitlich gestorben, ne? 10 Seiten und keine mehr mit Umfragen. Ja, also wie gesagt, wir haben noch so 1 oder 2, wo das noch funktioniert und vielleicht guckt Facebook nicht hin. Na gut, aber wie man sieht, es nützt ja nicht so richtig viel. Wobei man da sagen muss, dass das keine Facebook-Umfrage war. Ach so. Das war praktisch ein Blogpost darüber, was die Leute überhaupt von einem Verkehrsmittel erwarten. War eventuell einfach nur da ein bisschen falsch, vielleicht auch einfach angezeigt, dass die Leute dachten, es wäre was anderes, als es war. Okay. Ich gucke auch übrigens immer mal hier auf diese banale Fanwachstums, auf dieses Chart.
um zu schauen, ob es da irgendwo vielleicht extreme Ausschläge gibt, weil die haben ja meistens irgendeinen Hintergrund. Das ist jetzt aber hier genauso wenig wie bei der vorangegangenen Seite der Fall. Man könnte jetzt, wenn man jetzt ganz, naja, aber gut, hier am 1.10., da könnte man nochmal schauen, was ist da gewesen, aber das ist jetzt kein großer Ausreißer. Was da war, weiß ich. Ah, okay. Wir sind im BMW i3 integriert worden und Navigon Android ging online und da sind wir eben auch integriert. Und diese News an sich bringt über andere Presse viele Leute auch auf Facebook zu uns und wir kriegen auch sehr viele neue Nutzer über Facebook. Mhm. Dann könnte ich natürlich auch gleich fragen, was hier war. Ich war im Urlaub. Ah, okay. Am 17. Aber das ist ja auch nochmal, der ist ja fast noch höher, der Ausschlag, als hier. Hast du so vielen Leuten gesagt, dass sie Fan werden müssen? Genau, macht bitte mit. Ich bin nicht da. Also hier hatten wir noch 6.186 Fans und jetzt sind sie schon auf, naja, gut, aber das ist ja alles noch im grünen Bereich. Gut, dann springen wir zur nächsten Seite. Und zwar Handwerk in Hessen. Ich erinnere mich, das kam auch aus eurer Ecke, richtig? Ja. So, dann, bitteschön. Immerhin fast 3000 Fans. Ja, das ist eine Fanseite der Nachwuchskampagne des Hessischen Handwerks. Also da stecken die ganzen Handwerkskammern dahinter. Und das soll Jugendliche auf den Trip bringen, Handwerk ist cool, Handwerk ist doch toll und nicht so langweilig, wie ihr denkt. Und gleichzeitig soll das einen YouTube-Wettbewerb, den wir machen, unterstützen und bewerben. Und seit wann ist die Seite am Start? 3 Jahre, glaube ich, mittlerweile, ja. Mhm. Ja, auch hier, Foto-Content ist King, scheinbar, ohne großen Kommentar, aber immerhin gleich mal 15 Likes, zweimal geteilt. Und drum, da geht es um dieselbe Veranstaltung, ne, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau, ja. Also wir haben da so ein Gesicht der Kampagne und wenn die da irgendwo auftritt, dann posten wir das. Und wenn die Leute auch dabei waren oder dabei sind, also sowas haben wir gemerkt, läuft immer ziemlich gut. Wenn wir ein Fotoalbum reinsetzen, wo die Leute sich wiedererkennen, das wird dann oft geliked und geteilt. Die Infografik hier rechts, die ist nicht von euch, habt ihr einfach geteilt? Die ist von der bundesweiten Kampagne. Okay, aber doch, also insofern Content, der im Grunde genommen also von euch kommt, ja. Also im weitesten Sinne. Komisch, dass der hier also nicht so gut angenommen wird. Gut, das kann sicherlich viele Gründe haben, aber eigentlich Infografiken, vor allem wenn es eigene sind, laufen meistens ganz gut. Vorausgesetzt, sie sind aussagekräftig. Manche Infografiken sehen nur gut aus. Aber wie gesagt, da gehen wir jetzt mal nicht drauf, das würde jetzt den Rahmen dann widersprechen. Also die reine Information läuft nicht so gut wie Bilder, irgendeine Aktion oder eine Veranstaltung. Ist ja im weitesten Sinne auch ein Bild. Naja, also zumindest. Ja, aber informativ. Wobei wäre jetzt auch wieder meine steile These, wenn man da aus dieser Infografik einen Teil geschottet hätte und dann als Bild hochgeladen wäre, das wahrscheinlich besser gegangen, ne? Weil das ist wieder, Vorschaubild ist wahrscheinlich einfach zu klein. Also Infografiken würde ich vielleicht auch auf Pinterest nochmal zusätzlich. Weil die so, zumindest meine instinktive Reaktion auf das Ding ist, die besten Uhren der Welt und dann sehe ich irgendwas, von dem ich denke, es quält mich. Das ist irgendwas wirklich so die Bauchreaktion. Also wieso sollte ich das anklicken? Ja? Das ist so, das ist Arbeit. Und es ist auch Arbeit, das alles dann zu lesen. Gut. Das aber ist schon auch eher textbasiert, oder? Zu viele Wörter. Gut, wunderbar. Keine Fragen dazu. Dann kommen wir zu viel Sinn. Wer verantwortet diese Seite? Aha. Dann, stell dich kurz vor und erzähl uns was zu deiner Seite. Seit wann gibt es die Fans 107, also noch eher ein junges Gewächs, nehme ich an? Wir sind noch so in den Startanfängen sozusagen. Also das Fielsinn ist eine Full-Service-Werbeagentur, heißt also auch so mit Dienstleister auf Facebook, womit wir uns im Moment noch etwas schwer tun, offen gestanden. Gegründet jetzt im März, April, damit auch ungefähr müssten wir online gegangen sein, so zu dem Zeitpunkt. Dürfen viele Sachen unserer Kunden natürlich nicht posten, da haben wir einfach strenge Auflagen für. Vorhin kam das Wort Linkschleuder, da fühlte ich mich etwas angesprochen, zur Zeit noch. Hier können wir ja offen über alles reden, also insofern. Genau, deswegen habe ich es auch mit eingereicht, einfach wie gesagt, also ich bin da für Ideen, gerade wie gesagt als Agentur sehr offen. Was wollen die Leute überhaupt von einer Werbeagentur sehen? Also wir sind da, wie gesagt, ein bisschen gebunden, weil wir unsere Kunden nicht immer zeigen dürfen. Ja. Naja, was man zeigen darf, das sollte man dann natürlich auch zeigen. Sicherlich macht auch nutzwertiger Content hier Sinn. Also
letztendlich eure Kernkompetenzen in der Beratung, vielleicht in Form von interessanten, nutzwertigen Blogposts, die ihr hiermit zusätzlich ausspielt. Ja, damit fangen wir gerade erst an. Man kann ja hierzulande auch aus dem Vollen schöpfen. Es gibt ja sehr viele Agenturen in unterschiedlichsten Größenordnungen, die schon sehr viel in Social Media machen. Das Problem ist halt immer hier, wie unterscheide ich mich? Wie fahre ich hier eine ganz andere Strategie? Da wird es dann echt schwierig. Aber gut, das ist halt, wie heißt es, kein blauer, sondern ein roter Ozean, in dem man sich da als Agentur bewegt. Tom, hast du auch die Twitter-Accounts mit drin? Ja, aber die sind, also da ist das Tool nicht so stark, muss ich gestehen. Nee, weil eine Sache, die mir jetzt so auffällt, ihr postet ja nur Links, die über Twitter kommen. Ne? Also ihr habt das vorher alles immer schon mal getwittert. Lasst ihr es automatisch rein? Sieht danach aus. Genau, also wir haben am Anfang getrennt gepostet, dann haben wir das jetzt eine Zeit lang, machen wir das, ich glaube, jetzt seit 2 Monaten oder so zusammen. Heißt, wenn wir auf Twitter posten, kommt es automatisch auch auf Facebook. Und ja. Und wie läuft euer Twitter-Account? Musst du uns das Tool spielen? Also da sind wir am Überlegen, ob es für uns wirklich Sinn macht, weil es läuft gut, also mal ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Und hier mit dem Video haben wir wohl das Problem, dass die GEMA hier schon zugeschlagen hat. Das ist kein Video, das ist ein Postillon-Post. Ach so. Das ist diese Postillons-Geschichte mit GEMA-Hinweis. Ah ja, wer lesen kann, ist im Vorteil. Ich sag ja, Tussi-Tool, ich gucke immer nur auf die Bilder. Gut. Jo. Eine Sache, die mir so auffällt, weil das auch, finde ich, ein Klassiker ist, dieser ja eigentlich sehr schöne 10 simple things you have to do. Jetzt hast du es gerade rausgescrollt. Danke, Tom. Ja. Ich wollte gerade Jean-Claude Van Damme hier. 10 Dinge, die du tun kannst, die dich glücklicher machen. Und das sagt dir die Wissenschaft. Das sieht irgendwie aus, als sei es Mashable oder BuzzFeed oder irgendeine dieser 10 besten Listen. Da kann man eigentlich fast nichts mehr drüber schreiben, oder? Also ich meine, man muss es übersetzen, weil es halt für deutsche Adressaten ist. Aber letzten Endes, das kannst du an der Stelle echt nur schlimmer machen, wenn du da noch was dazu schreibst. Wäre so meine These. Weil die Überschriften bei denen, das macht ja BuzzFeed und Mashable aus, die sind ja genau auf diese Teilbarkeit optimiert. Ne? Auf dieses, wenn das mit Bildern funktioniert, so wie bei Zimmerschau, dann kann man auch da so einen Link einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Aber so diese Überschrift. Hey, das sind die 10 Dinge, die du wissen müsst, weil sie dich glücklich machen, und das sagt die Wissenschaft. Ja? Linkfutter, klar. Clickbait. Ich habe eben noch 15 Minuten mehr bekommen. Achso, oder habe ich das falsch verstanden? Nein, noch 15 Minuten. Okay, da müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Wie viele Seiten haben wir denn noch? Ja, Akte Neuland. Mhm. Okay. So, hier wird aber noch nicht viel gepostet. Nee, wir sind auch in einer relativ neuen, relativ frisch seit Juli. Akte Neuland hat erstmal nichts mit Nacktbildern im Internet zu tun, sondern ist vielmehr ein Blog, in dem wir Beispiele sammeln von Unternehmen, die sich ungebührlich im Social Net verhalten. Und das bringen wir so ein Stück weit auf die virtuelle Anklagebank und geben natürlich auch gleich Hilfestellungen, wie man sowas besser machen könnte. Wie sind da so bisher eure Erfahrungen jetzt auf Facebook mit der Resonanz? Wir nutzen Facebook momentan hauptsächlich dazu, die Blogposts zu promoten. Machen das Gleiche auch auf Twitter und streuen hin und wieder dann mal so eine Info ein, wie dass wir heute auf dem Barcamp fahnden. Gut, also mir fällt auf, dass bei den meisten Seiten, die wir bisher gesehen haben, Facebook nicht als eigenständiger Kanal betrachtet wird, vielleicht noch nicht, vielleicht kommt das ja noch irgendwann, sondern es ist wirklich eben, Linkschleuder war ein bisschen boshaft ausgedrückt, aber es wird halt sozusagen als ein weiterer Verbreitungskanal genutzt, das machen ja viele Unternehmen auch nicht anders leider, da steckt aber sicherlich noch eine Menge Potenzial drin, aber man muss sich natürlich jetzt auch da an das Thema erstmal rantasten. Ich habe auch in dem Zusammenhang eine Frage, weil teilweise habe ich das Gefühl, ist auf Facebook nicht die richtige Seite für die Zielgruppe. Und deshalb habe ich das Gefühl, wird es einfach nur zusätzlich noch genutzt sozusagen. Mhm. Aber als Agentur finde ich ja nicht zwangsläufig meine Zielgruppe da wieder. Also die Frage ist überhaupt, wie viel Sinn macht das überhaupt in Facebook, damit den entsprechenden Seiten reinzugehen? Ich komme gut in Bewegung heute. Ja. Das ist mit Sicherheit eine große und eine wichtige Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Deswegen ist zum Beispiel Twitter so der Punkt, wo ich sage, wenn wir das nicht in Anführungszeichen mit Content so ordentlich füllen können, dass es erfolgreich ist, werden wir es auch mit Sicherheit im Januar, Februar wieder rausnehmen. Die Frage ist immer, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Als jetzt zum Beispiel Werbeagenturen, finde ich da meine Zielgruppe oder um was geht es da? Naja, es ist so ein bisschen, na gut,
Sag erst. Ich wollte dich nicht... Nee, gerne. Naja, ich denke, der Punkt ist, als Agentur, wenn du dann natürlich auch Social Media anbietest in der einen oder anderen Form, dann bist du natürlich in gewisser Weise, bist du fast schon gezwungen, auf Facebook auch aktiv zu sein. Wobei, ich fände es ja mal ein cooles Statement, genau da dann mal zu sagen, nö, als Agentur haben wir eigentlich da jetzt nicht viel mitzuteilen, was aber nicht heißt, dass wir keine Kompetenz diesbezüglich haben, ja. Weil oft ist es dann halt wirklich so, ja gut, das wird über Awards gepostet, also es ist dann halt so die eigene Nabelschau. Aber wie gesagt, wenn das nicht noch mit nutzwertigem Content verknüpft ist, ist für den Nutzer dort auf Facebook nicht viel drin, ne? Ja, das ist nämlich der Punkt. Da muss es auch jemand betreuen regelmäßig und eben nicht nur einfach da mal neue Inhalte hin und wieder posten. Ich weiß, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Also wir haben es zurzeit so, dass wir alle, also was heißt alle, das ist nicht richtig, aber viele Mitarbeiter haben, die alle posten können und dürfen und sollen und sich da frei bewegen dürfen. Was zu dem Thema nicht auf Facebook als Statement, das haben wir uns auch schon überlegt, weil wir uns andere Agenturen angeschaut haben und gesagt haben, okay, viel mehr als wir machen diese auch nicht. Maximal posten sie noch ihre, in Anführungszeichen, stylische Büroräume, irgendwelche Kaffeetassen, irgendwelche Spiele, irgendwelche Aktionen. Das kann man mit Sicherheit noch machen. Die Frage ist, ob das sinnvoller ist oder nicht. Da, ja. Wir noch. Da drüben gibt es noch eine Wortmeldung. Also ich finde Facebook für Agenturen, glaube ich, auch eher, also diese Kaffeetassen posten und so, vielleicht ist es ganz sinnvoll, da irgendwie was zu haben, dass man halt irgendwie vertreten ist überhaupt. Aber grundsätzlich finde ich, also wir machen für Kunden auch viel, ich kann das jetzt leider nicht sagen, was es für ein Kunde ist, aber da ist es auch auf jeden Fall so, Bilder funktionieren immer total gut. Und wir hatten jetzt neulich den Fall, das ist, also da habe ich, ist auch eine Frage, wir haben sonst immer Bilder und irgendwelche coolen Sachen und die Leute liken den Scheiß bis zum Abwinken. Und dann haben wir einen Post gehabt, dass wir für die Philippinen Geld gespendet haben. Wir haben einen Like gekriegt und der war, also das war dann nur ein Link und kein Bild, ja, aber auch sonst haben wir manchmal Links und da kriegen wir auch 20, 30, 50 Likes. Hat irgendjemand eine Idee, also ich meine, die Seite ist irgendwie techniklastig, ja, männerlastig, aber... Die Frauen kümmern sich ja in den Familien normalerweise ums Geld, wahrscheinlich ist das deswegen... Wenn du sagst, ihr habt da mehr Männer auf eurer Seite, vielleicht war das für die dann irgendwie kein Thema einfach dort. Die haben das dort in dem Kontext nicht finden wollen. Ich hätte die böse These, dass das ein bisschen abgesoffen ist unter all den anderen Philippinen-Posts, die zu der Zeit bei Facebook waren. Ich kann es nicht wirklich dingfest machen, weil das, ja. Die vier Posts waren ja vorher, ne? Tja, manchmal bleiben einzelne Posts ein Mysterium. Aber gut, muss man weiter ausprobieren. Ja. Ich hätte nur noch zwei sozusagen. Das eine wäre noch eine etwas anal fixierte Anmerkung zu der letzten Seite. Ich finde, also da kommt jetzt wirklich sehr der Redakteur in mir durch, aber wenn man schon jemand anderen basht, dann sollte man den Namen richtig schreiben, weil Kellogg schreibt sich mit 2G. Die andere Frage ist jetzt wirklich sehr kleinkariert, aber wenn es nur die drei Posts gibt, dann ja. Die andere Sache ist, wäre meine Frage an die Agenturleute. Wir reden darüber, was das der Agentur bringt, aber was bringt das den Nutzern? Weshalb soll jemand Fan von euch werden? Wenn erst diese Frage beantwortet ist, dann bringt es im Endeffekt über kurz oder lang auch euch was. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 10 Minuten ungefähr. Ich brauche kürzer. Also es geht ja im Prinzip... bei dem Thema Agenturen ja immer um das, Agenturen machen ja gerne ein Mysterium um sich selbst und was sie da alles für tolle Zutaten haben, damit der Kunde erfolgreich ist in Sachen Marketing. So, das ist ja diese Debattenlein. Und der Punkt ist der, also für mich persönlich wäre die Zeit zu kurz, um mir sowas anzugucken, eine Kaffeetasse oder sowas, das finde ich albern. Ja, aber jede Agentur sagt auch über sich selbst, ja, eigentlich ist das albern. Und predigen tun sie ihren Kunden immer, ja, ihr müsst Nutzen schaffen. Ja, warum machen Agenturen das dann nicht selbst? Also kleine Tutorials, irgendwie was machen, mal was zeigen. Ich habe beim Mittagessen drüber gesprochen, es gab 2011 gab es eine schöne Studie von der GfK und die haben damals gefragt, ob die Vielzahl an Kochshows im deutschen Fernsehen dazu führen, dass die Leute zu Hause häufiger kochen. Und die Tatsache ist, es hat sich dann rausgestellt, nein, die Leute gehen häufiger essen. Und da schwingt so dieser Nutzen ein bisschen mit. Das heißt, ich will nicht unbedingt das jetzt direkt nachmachen. Agenturen haben in Deutschland immer fürchterlich viel Angst, dass das jemand nachmacht. Und das ist totaler Quatsch. Wenn der Kunde wirklich wissen würde, wie es geht,
oder wenn er es wirklich komplett verstehen würde, dann würde er das sowieso machen, dann braucht er keine Agenturen mehr. Und ein schönes Beispiel für ein gutes Agenturblog, einen guten Agenturbeitrag im Facebook ist Distilled. Das ist eine amerikanische, englische Company, die machen alles rund um Social Media und SEO und geben eigentlich jede Woche wirklich sehr substanzielle Sachen raus. Also wo Agenturen in Deutschland sich davon ernähren könnten, nur das an ihre Kunden zu verkaufen. Und ich glaube, das zeigt eigentlich ganz gut, dass wenn man Nutzen schafft, dass es dann eher einen Sinn bringt, was als Agentur zu machen. Der Rest ist halt genau wie Awards, das ist Käse, braucht kein Mensch. Jan, hier vorne noch? Achso, gut. Sorry. Also ich glaube, die Frage muss noch viel früher gestellt werden. Warum mache ich das überhaupt? Dann für wen? Und was will ich damit bezwecken? Und wenn die Fragen beantwortet sind, sollte ich das Ganze verpacken, dass es irgendjemanden am Schluss dann auch nutzt, weil dann wird dann Schuh draus. Aber einfach nur, um dabei zu sein, das ist zu wenig. Und wenn der Nutzen einfach nur lustige Bespaßung ist, mit tollen Bildern, die vielleicht nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben, wo dann aber die Leute wie bekloppt draufklicken, weil ehrlich gesagt, man kann von dem ganzen Nutzen auch irgendwann mal erschlagen werden. Ja. Hat denn jemand hier im Raum mal die Plattform, also zum Beispiel für eine Agentur als Recruiting-Plattform, versucht zu nutzen, weil dort ja möglicherweise der Nachwuchs wirklich sitzt im Social-Media-Bereich? Also das wäre für mich so der einzige Punkt, den ich als Agentur noch als eine positive Ausrichtung sehen würde, dort meine zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Hast du? Habt ihr da Erfahrungen? Nutzt jemand von... Ja, jedes soziale Signal wird sofort als Interaktion gewertet. Also wir posten ab und zu Stellenanzeigen, aber das kann ja nicht als Employer-Branding oder sonst was Strategie bezeichnet werden. Also dann muss man wahrscheinlich einen Kanal aufmachen, der sich wirklich genau darauf dann auch konzentriert und dann auch wirklich die Zielgruppe Berufsanfänger also, oder Wechsler, wie auch immer. Was ja witzigerweise echt gut funktioniert hat damals, ich habe lange nicht mehr drauf geguckt, das war die Recruiting-Seite von der Lufthansa. Ne? Die hatten so eine... Ich habe ewig nicht mehr drauf geguckt, ich stoche jetzt im Nebel, aber die hatten dann eben von ihrer Personalabteilung einfach, du willst für uns arbeiten und das ist so eine interaktive Bewerbungsseite, also man konnte einfach Fragen stellen und da war dann auch wieder ganz lustig, das habe ich immer als Beispiel verwendet, wenn es um Policies ging, weil die hatten ganz offensichtlich die Policy, ihr müsst die Leute mit ihrem Nachnamen ansprechen und wenn dann eine sich bei Facebook als Kat, ja, also Vorname Kat, und Nachname Ja angemeldet hatte, dann wurde sie, sehr geehrte Frau Ja, wir haben zu Ihrer Frage folgende Antwort. Aber die Seite hat super funktioniert, also auch wirklich Engagement. Du sagst hat, die ist irgendwie Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich war länger nicht drauf, wir müssten gucken, aber Recruiting-Seite von Lufthansa, aber die sind natürlich auch ein bisschen was größer als wir hier. So alle, darf man auch nicht vergessen. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns die beiden letzten Seiten noch an. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht biete ich morgen am Qualitätssonntag nochmal eine Session an, wo wir uns vielleicht unsere Lieblings-Fanpages von anderen angucken und die dann mal hier zerpflücken. Ne? Also so richtig, und die schlimmsten, die wir am schlimmsten finden. Das oder so, ja, das wäre dann vielleicht auch eine Idee. Also da lassen wir uns noch was einfallen bis morgen. Coworking Space Darmstadt. Wer? Ah ja, okay. Sagst du kurz was dazu und dann gehen wir gleich in die Posts. Ja genau, ich bin der Frank. Ich bin der Betreiber von dem Coworking Space in Darmstadt, im Cobo 21. Bisschen lauter bitte kurz. Ja. Genau, der Frank vom Cobo 21 aus Darmstadt. Das gibt es jetzt schon seit 3,5 Jahren und glaube ich, so lange ist auch diese Facebook-Page. Ja, es hat eine lokale Sache hier in Darmstadt. Ich mache halt viele Veranstaltungen und versuche halt darauf eigentlich mit Facebook auch aufmerksam zu machen auf die Veranstaltungen und halt einfach so zeigen, was los ist, ja, was für Leute arbeiten, wie zum Beispiel, das sehe ich gerade, Flop ist eigentlich hier die Sabine, eine Coworkerin von uns, hoffentlich sieht sie das nicht. Also was für Leute arbeiten und was halt immer so ein bisschen bei uns los ist, das ist eigentlich das Ziel von der Seite. Wir sind da jetzt oder ja? Du wolltest was eine Frage? Nur natürlich auch wieder schwierig. Also wer sich an meine These entwickelt, dass das sofort eine Assoziation auslösen muss, wer da vorhin in der anderen Session war, zu Coworkerin des Monats muss ich erstmal wissen, was ein Coworking Space ist. Das ist tatsächlich nicht so trivial, wie sich's anhört. Selbst wenn ich bei den Fans davon ausgehen würde, dass die das natürlich wissen. Und dann so dieses Coworkerin des Monats. Ja, warum soll mich das jetzt interessieren? Ne? Also irgendwie fehlt mir da so die sofortige Assoziation dazu. Da müsste man vielleicht schon einen anderen Cliffhanger hier irgendwie produzieren da oben. Also nicht, wir möchten euch vorstellen, sondern gleich vielleicht irgendwie was Interessantes zur Person vielleicht so zum Einstieg machen. Wäre jetzt
ein spontaner Einfall. Gute Anregung, danke. Sonst noch Tipps? Naja, das war jetzt wirklich... Weiß nicht. Nein? Okay, dann letzte Seite für heute. Ihr seht, also mit mehr als 7 Seiten kann man in so einer Session gar nicht besprechen und dann auch immer nur kurz anreißen. Du hast auch was gerade noch als Ergänzung? Dann schauen wir uns die letzte an und zwar, Geocaching-Magazin. So, was sehen wir da? Über 9000 Fans, aber eine recht niedrige Page-Performance und wenige Posts, das sehe ich so auf den ersten Blick. Ja, absolut richtig. Wenig Posts, gelegentlich wird mal was gepostet. Die Seite gibt es seit 2010. Ich bin Bankkaufmann und betreue das so ein bisschen nebenbei, das Ganze, mit dem Chefredakteur des Geocaching-Magazins. Also für die, die Geocaching nicht kennen, moderne Schnitzeljagd mit GPS-Systemen. Man versteckt irgendwo was und jemand anders sucht es. Und ja, wir sind im Facebook und auch bei Twitter vertreten, weil viele unserer Zielgruppe dort sind. Ja, von den Posts her gelegentlich, wenn wir mal irgendwelche News haben, was Interessantes, oder wenn wir neue Produkte haben, die drin sind in unserem Shop oder ähnliches, dann teilen wir das. Ja, aber wir wollen nicht noch irgendwo einen News-Kanal aufmachen, also jetzt die News, die viele andere sowieso schon teilen, weil es gibt einige Seiten, die Geocaching als Thema haben. Da wollen wir nicht zusätzlich nochmal die groß breit treten bei den, ja, spektakulären News schon, wie jetzt zum Beispiel eine Geocache, der bei der ISS gefunden wurde. Aber ansonsten wollen wir nicht nochmal das duplizieren, was andere haben. Aber selbst dieser Post, der ja wirklich auch mit euch, mit dem Thema zu tun hat, kommt nicht ran an das da oben mit 140 Likes, wenn dann schon der Nikolaus mal oder der Weihnachtsmann irgendwie einfach gezeigt wird, ohne einfach mal so. Das war einfach so ein spontaner Impuls von dir, mal zu sagen, okay, ich poste jetzt hier mal, die Vorweihnachtszeit hat begonnen und... Nee, da muss man jetzt Fancage Karma ein bisschen ankreiden, das ist das Titelfoto, das neue. Ups. Was völlig ohne Text quasi kam. Also man hat einfach das Coverbild geändert. Ach so, gut. Ja, aber das hat immerhin 140 Likes bekommen. Das wird ja dann auch in der Timeline angezeigt, also insofern, schön. Also... Gut, aber hier ist das natürlich noch ausbaufähig, also vielleicht regelmäßiger posten und Ende, das war's schon. So schnell geht es hier, zack, zack. Also erstmal danke fürs Mitmachen und wie gesagt, ich überlege mir mal, ob ich da vielleicht morgen nochmal was anbiete, wo wir uns dann andere Seiten mal anschauen. Okay, Dankeschön. Applaus